Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe wieder mal ein normales Video für euch, anstatt den Adventskalendern. Ich habe ein Aussortiervideo. Ich habe so ein bisschen was die letzten Wochen aussortiert. Das ist jetzt hier so eine Tasche von DM, die ist recht voll. Es sind einige Lidschattenpaletten und einige Produkte mit dabei, die ich sehr selten genutzt habe, die ich einfach immer von A nach B schiebe und dann doch nicht so wirklich nutze, Sachen, die bei mir nicht funktionieren. Und die werde ich aussortieren und in diesem Video habe ich auch vor, diese Sachen, die noch gut sind, an euch zu verlosen. Ich habe mir schon eine Kiste hier hingestellt, das packe ich euch ein und einer von euch kann in diesem Video meine aussortierten Produkte gewinnen. Ich hoffe, ihr habt da Freude dran. Ich denke, da kann ich bestimmt jemanden von euch mit glücklich machen und ich würde sagen, falls ihr Lust habt, mit mir gemeinsam jetzt diese Tasche hier durchzugehen, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt aber starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr neu hier seid auf meinem Kanal. Ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Ja, das sind Sachen, die ich aussortiert habe, weil ich sie entweder halt zu wenig nutze, mir nicht gefallen, nicht bei mir nicht funktionieren. Das ist kein Hate oder so gegen die Marken, sondern einfach bei mir persönlich funktionieren die Produkte nicht oder haben nicht funktioniert, wie auch immer. Sind einfach zu viele Produkte, die ich auch habe zum Testen und da muss ich halt auch mal was aussortieren, weil ich kann ja nicht immer alles leer machen und aufbrauchen und deshalb sortiere ich dann auch manchmal Produkte aus, die eben halt dann nicht leer werden können bei mir. Genau, und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal sofort. Wir starten mal mit dem Isana Exotic Putty Spray. Das ist ein Body Spray. Ihr seht es auch schon, das ist noch fast voll. Ich habe das sehr gerne benutzt im Sommer, aber das dauert halt Ewigkeiten, bis so ein Body Spray irgendwann mal leer wird. Ich habe das aus meiner Sammlung raus. Ich habe wirklich eine relativ große Bodyspray-Sammlung und das ist schon ein schönes, also das riecht nach Frangipani und nach Kokos, aber ich habe einfach ganz viele andere und deshalb wäre es einfach zu schade, dieses Bodyspray zu behalten, deshalb sortiere ich das aus und das ist auf jeden Fall ein Produkt, was hier bei euch mit in diese Kiste reinwandert. Das ist einfach aussortiert, weil ich zu viel habe. Da werdet ihr jetzt noch einige Sachen sehen. Dann habe ich die Latte 2 Palette von Dominique Cosmetics jetzt aussortiert. Die ist so schön, aber wie gesagt, ich habe eine Riesensammlung. Ich greife so selten danach. Also die ist an sich noch sehr gut. Ich habe die mir mal aus dem Trashy irgendwann rausgenommen und ja, habe da ein paar Looks mitgeschminkt, aber ja, so richtig greife ich da nicht nach und deshalb verlässt mich leider diese Dominique Cosmetics Palette. Was mich ebenfalls verlassen wird, ist die Art Deco Palette. Das ist eine Eyeshadow Palette von Art Deco. Die habe ich erst einmal benutzt. Da habe ich ein bisschen geswatcht und das war's. Also die ist eigentlich noch wie neu. Die hat einfach zu viele Farbtöne drin, die ich schon in anderen Paletten habe und ja, die ich jetzt nicht zwingend irgendwie brauche. Von daher, also die ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu langweilig geworden. Ja, die ist noch wirklich wie neu. Da ist nur ein paar Mal geswatcht worden und so ein, zwei Looks habe ich damit mal geschminkt und das war's. Und deshalb wird die auch rausgehen. Das ist halt einfach eine Palette, die ich jetzt nicht brauche. Also ein paar Sachen hiervon werde ich natürlich auch in unser Trash-Paket reinpacken, weil jetzt die Tage kommt das Trashy und da möchte ich dann auch noch ein bisschen was mit reinpacken. Dann habe ich aussortiert diese Sensual Body Mist von Eveline Cosmetics. Das habe ich mal geschenkt bekommen und das riecht nach Jasmin, Limone und noch irgendwas. Also das ist schon ein ganz schönes Body Spray, aber wie gesagt, hier greife ich halt auch so wenig nach und es wäre einfach schade, wenn das bei mir hier, sag ich mal, weggammelt irgendwie. Das ist noch haltbar bis 2026 und da freut sich dann bestimmt auch jemand anders drüber. Dann habe ich die Generation Joy Palette raus von Catrice. Das ist eine Eyeshadow Palette, die gab es mal in einer Limited Edition. Da habe ich auch schon einige Looks mitgeschminkt, aber das ist dann doch im Endeffekt eine, wo ich sehr wenig nachgreife. Die ist mir dann doch ein bisschen zu... Also ich weiß nicht, was da dran ist. Also irgendwas stört mich hier dran, irgendwas hindert mich immer daran, sie zu benutzen. Und deshalb wird die mich verlassen. Was ich sehr schön fand, ist hier unten diesen aprikotfarbenen Ton. Ja, die kommt auf jeden Fall raus. Die wird dann bei euch auch hier mit reinwandern. Dann habe ich eine Haarbürste. Die sieht ein bisschen schnuddelig aus. Die hat wirklich schon die besten Tage gesehen. Das ist meine Lieblingshaarbürste von
von Dejan. Und das ist dieser Haarexperte von Instagram. Ihr kennt den bestimmt. Die ist mir leider kaputt gegangen. Die ist mir beim Bürsten, seht ihr das hier, durchgebrochen. Ich habe schon eine neue mittlerweile. Und hier war eh irgendwie so ein Produktfehler gewesen. Da hatte ich auch dann eine neue bekommen von ihm. Da hat sich hier unten der Griff irgendwie gelöst. Also die ganze Beschichtung hier ist irgendwie abgegangen. Naja, auf jeden Fall. Ich habe sie mittlerweile neu. Ich habe sie zweimal neu. Ich habe sie mir noch einmal gekauft. Und ja, das ist meine Lieblingsbürste gewesen, aber die ist, guckt mal, die ist einfach kaputt gegangen. Was kann man ja nicht weiter benutzen. Dann habe ich aus dem Purish Adventskalender die Be Perfect Shaded Face Squad Palette raussortiert. Ja, Grund ist einfach, also ich habe sie jetzt einmal benutzt, sie passt nicht so ganz zu meinem Hauttyp irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie sieht das bei mir nicht so passend aus. Es ist nicht so, dieser Bronzerton ist mir ein bisschen zu warm und der Highlighter ist mir ein bisschen zu golden, deshalb, also es würde nichts bringen, sie in meiner Sammlung unterzubringen, deshalb werde ich sie dann entweder halt mit ins Trashy reinpacken oder bei euch dann mit rein. Die ist eigentlich noch neu, es ist jetzt keine uralt Palette oder sowas. Ebenso sieht es aus mit der Huda Beauty Creamy Palette, ich mag sie nicht. Ich habe da schon mal einen Look mit geschminkt für euch, das ist nicht so meine Palette, die ist mir zu gräulich, zu... Kann ich euch nicht sagen, die ist nicht schön. Also ich finde auch, das steht mir nicht so. Also es, mir stehen zwar so kühlere Töne, aber irgendwie, keine Ahnung, es ist nicht so die Palette, die ich jetzt unbedingt behalten müsste. Die hat es nicht in meine Sammlung reingeschafft. Die ist schön, die fühlt sich gut an. Huda Beauty ist auch gut. Aber diese Palette, so wie sie hier ist, die hat halt so Cremetöne. Also das sind alles so Cream-Eyeshadows so ein bisschen. Naja, auf jeden Fall... Die wird nicht bei mir bleiben. Also ich finde auch, die lohnt sich nicht, meiner Meinung nach. Die würde ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen. Dann habe ich die Benecos Refill Palette. Hätte ich mal in einem Adventskalender drin von Benecos. Und ja, was soll ich sagen? Die sortiere ich aus. Da habe ich auch ein, zwei Looks mitgeschminkt, wenn überhaupt. Also die ist die ganze Zeit in meiner Sammlung und ich nutze sie nicht. Und vielleicht freut sich da jemand anders drüber. Das ist so eine Refill-Palette. Sehr hochwertig, fühlt sich richtig gut an. Und ich habe demnächst auch einen Benecos Full Face. Ich habe Sachen bestellt, aber die dauern total lang, bis die da sind. Und da werde ich euch dann auf jeden Fall ein Full Face Benecos abfilmen. Da habe ich aber anderen Lidschatten mitbestellt und da gucken wir dann einfach mal. Außerdem die Mini Muted Palette von Be Perfect. Die wird mich auch verlassen. Die benutze ich leider auch nicht so oft. Die sieht wild aus. Also die habe ich schon ganz oft benutzt. Die muss ich jetzt gleich erstmal ein bisschen sauber machen. Die ist schon, also die hat eine sehr gute Qualität. Aber solche Töne habe ich halt in anderen Paletten, die ein bisschen größer sind. Und ich brauche dann halt nicht noch so viele kleine. Die ist, also von der Qualität ist die bombenmäßig. Aber wie gesagt, sie nimmt mir dann irgendwo auch nur Platz weg. Und das wisst ihr, wie ich meine. Also ich möchte nicht die Sachen unnötig aufheben, die ich jetzt nicht so oft benutze, wo ich nicht so den Vibe zu habe. Hier habe ich jetzt nicht so den Vibe zu, weil ich halt immer denke, naja gut, weiß ich nicht. Also ist halt so. Die kommt auch raus, die Muted. So, dann habe ich von Adele hier einmal die Naked Breath On Lashes aussortiert. Die packe ich auch irgendwie mit ins Trashy oder so. Das sind ja diese Lashes, die man von unten quasi festkleben kann. Die brauchen keinen Kleber. Aber hier muss ich ganz ehrlich gestehen, die halten nicht bei mir. Die fallen die ganze Zeit ab. Ich habe noch welche von Kiss. Die halten wunderbar. Die trage ich auch ganz oft. Aber die hier von Adele, die würde ich euch nicht empfehlen. Die halten nicht. Also die kleben nicht. Und die sind schön, also das ist ganz, ganz schön buschig sind die und die hat man wirklich in ein paar Sekunden angeklebt, aber es nutzt ja nichts, wenn die nach ein paar Sekunden dann wieder rausfallen. Und deshalb werde ich die dann auch einfach weitergeben, kann jemand anders mal probieren, mir hat es nicht gefallen. Dann habe ich hier von MAC eine Foundation, das ist die C4. Ja, das ist eine Matte Foundation mit einem Oil Control, hatte ich mir bestellt, habe gehofft, die Farbe passt, ist mir leider zu dunkel, viel zu gelb für meinen Hautton. Ich hätte die so gerne nochmal in einem anderen Farbton. Ich hoffe, dass ich da irgendwie mal bei MAC die richtige Farbe finde. Bei MAC passt mir meistens nie. Entweder ist es zu hell oder zu dunkel. Bei MAC, ich habe immer Pech, die passende Farbe für mich zu finden. Da war ich echt traurig gewesen, weil ich mir die extra gekauft habe. Die ist mit einem Lichtschutzfaktor. Ja, ist halt die Nummer C4. Ist neu, habe ich einmal benutzt. Was soll ich sagen? Ja. Was ich dann auch aussortiere, ist die Day and Night Cream von Katja Alexandra. Das ist eine sehr gute Retinol-Nachtcreme, also Tagescreme und Nachtcreme. Ist eben Retinol mit drin, die ist wirklich gut. Die macht super schön die Haut.
Aber auch hier ist es so, ich kann die nicht aufbrauchen. Ich schaffe es nicht, diese Creme aufzubrauchen, weil ich halt noch andere habe. Ja, und deshalb würde ich die jetzt halt auch weitergeben. Entweder gebe ich sie halt an meine Mama. Es ist halt eher unhygienisch, so eine Creme offen jetzt weiterzugeben. Ich packe sie vielleicht in Trashy mit rein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die macht schon eine schöne Haut. Also da ist Retinol mit drin, die habe ich auch wirklich gut vertragen. Hier ist Edelsteinextrakt drin, Ingwer, Shea Butter, Panthenol, UVA und UVB-Schutz. Also es ist eine sehr schöne Tagescreme und ihre Marke, also ich mag ihre Marke sehr gern. Die anderen Produkte habe ich auch alle aufgebraucht, aber hier schaffe ich es einfach nicht, diese Creme aufzubrauchen. Deshalb, naja, werde ich sie weitergeben. Und ich denke, da freut sich dann jemand anders noch irgendwie drüber. Ich finde das halt zu schade, wenn die Sachen hier rumliegen. Es ist halt nun mal so, dass ich sehr viele Produkte teste und euch dann halt auch meine Meinung dazu sage und dann benutze ich sie eventuell noch fertig. Ihr seht sie dann in Aufgebraucht-Videos oder eben halt bei Aussortier-Videos. Hier die Iconic London Palette, die ist wunderschön. Die war mal in der Box mit drin. Das ist so eine mega tolle Palette. Aber auch die würde ich jetzt nur aufheben wegen diesem Ton und das ist es halt nicht wert. Dafür nimmt sie mir dann halt zu viel Platz in meiner Sammlung weg. Die ist zwar nur ganz klein, aber nur wegen einem Ton und zwar diesen hier, das aufzuheben, wäre Blödsinn. Deshalb wird die auch weiter wandern. Dann kann sich jemand anders daran erfreuen und mache ich halt jemand anderen damit glücklich. Dann habe ich einen Banana Beauty Lipstick. Den muss ich aussortieren. Der ist mir leider gekippt. Also der ist auch schon von, ich glaube, von vorletztem Jahr ist der. Mindestens, das ist aus einer LE gewesen. Das war dieser Poppy. Das ist so schön. Ich habe diesen Rotton sehr oft benutzt, aber der ist halt einfach gekippt. Der riecht, oh, der riecht nach Knete. Und deshalb, der wird jetzt rausgehen. Den gebe ich natürlich auch niemand mehr. Der fliegt in den Müll. Ja, aber der hat gute Dienste geleistet. Ich habe auch relativ viel hiervon schon aufgebraucht und deshalb geht der. Ganz einfach. Dann habe ich hier diesen Shave Stick, das ist ein Shave for Sensitive Skin von der Marke First Aid Beauty. Das ist so ein Stick für nach der Rasur eben, den kann man so hochdrehen. Also, da ich eh Body Lotion benutze, das ist bei mir so ein, also das Produkt, ich greife da halt nicht zu, das steht bei mir die ganze Zeit rum. Ich benutze es nicht, First Aid Beauty. Ja, habe ich mir auf die rasierte Haut, das ist halt ein hygienisches Produkt, das werde ich jetzt entsorgen müssen. Ich weiß nicht, vielleicht gebe ich es meiner Mama, vielleicht möchte die es mal ausprobieren. Da ist halt die Sache einfach, dass ich nicht nachgreife, weil ich halt auch Body Serum, Body Lotion habe. Und dann geht man ja eh über die Haut drüber. Also dann brauche ich jetzt nicht noch ein extra Produkt irgendwie. Wisst ihr so? Das fand ich irgendwie blödsinnig. Und dann habe ich hier von MAC, das war von Avon, so eine pinke Mascara. Ich mir rausgenommen aus dem Trash-Wander-Paket. Die habe ich einmal probiert und habe die dann direkt wieder runtergemacht. Also die macht eben pinke Wimpern. Aber die sieht genauso blöd aus wie die von Maybelline. Also pinke Wimpern, ich weiß nicht, das sieht ganz seltsam aus. Bei mir zumindest. Ich kann das nicht tragen. Und deshalb, die wird rausgehen. Die werde ich auch niemandem mehr geben. Die habe ich ja eher aus dem Trashy genommen. Das ist nichts für mich. Und dann habe ich die Nivea Cellular Luminous Anti-Pigment-Flecken, dieses Intensivserum aussortiert. Das habe ich dreimal benutzt und habe dreimal einen Pickel bekommen. Also ich habe bekommen hier von Pickel. Keine Ahnung, warum das so ist. 30 Milliliter, das ist noch relativ neu. Das ist ein ganz schönes Serum eigentlich von Nivea. Das ist so ein, also seht ihr, das sieht aus wie so eine Creme. Aber ich bekomme so Pickel davon. Ich weiß nicht, das ist für meine Haut, für meinen Hauttyp anscheinend nicht ausgelegt. Das ist teuer. Das kostet 30 Euro in der Drogerie. Das habe ich aber gratis mit dazu bekommen. Da war doch diese Gratisaktion gewesen beim Nivea von DM und Rossmann, wo man sich eine Creme kaufen konnte und man hat dann eben ja dieses Serum dazu bekommen. Ja, aber bei mir ist es nichts. Dann habe ich hier von Kiko einen Blush. Das ist der Ocean Feel Blush Sunkist. Den habe ich von einer lieben Zuschauerin zugeschickt bekommen. Den hat sie aussortiert und bei mir sieht der leider auch nicht so schön aus. Das ist so ein Baked Blush. Und ja, das ist einfach zu schade, dass der dann bei mir rumliegt eben. Deshalb gebe ich den auch dann weiter. Ist eine schöne Verpackung. Also Kiko hat immer wunderschöne Verpackungen, finde ich. Und ja, und es ist einfach halt zu schade, dass der bei mir liegt. Ich habe den ein paar Mal benutzt und ja, jetzt geht er. Und dann habe ich von Kaya Cosmetics It's Iconic, die Liquid Silk Foundation mit Vitamin C. Die ist eigentlich auch gut, aber die ist mir halt zu dunkel. Die hatte ich mir damals schon zu dunkel gekauft. Das ist so eine sehr flüssige Foundation. Das ist die Nummer 2N. Ich kann euch ja mal gerade die Farbe zeigen. Also ihr seht das auch schon. Die ist eher, die geht in die gelb, also sieht jetzt in der Kamera nicht so aus, aber die geht eher so in diese gelblichere Richtung. Die hat eine super Deckkraft. Sitzt auch schön auf der Haut, aber auch hier ist es so,
Ja, die passt bei mir halt gar nicht farblich. Was soll ich die aufheben, wenn ich mich da eh schon in der Farbe vergriffen habe? Deshalb mache ich die jetzt oben hier ein bisschen sauber und dann wird die entweder halt ins Trashy gehen oder bei euch dann hier mit rein. Ja, muss ich dann nochmal gucken, welche hygienischen Produkte ich bei euch reinpacke und welche nicht. Aber so eine Foundation ist ja mit einem Pumper und ich denke, das sollte klar gehen. Dann habe ich den Zero Waste Handbalm von Hello Simple. Da hatte ich euch in dem Unboxing schon gesagt, dass ich dieses Produkt auf jeden Fall aussortieren werde. Das hatte ich blöderweise benutzt. Das ist eine Handcreme, eine feste. Also die ist so blöd. Die muss man ja erst erwärmen in den Händen und dann, also man kriegt so schmierige, ölige Hände. Das zieht gar nicht weg. Also das ist einfach der reinste Ölschmier auf den Händen. Das war in der Shami-Box war das drin gewesen. Also das ist ein Produkt, kann ich euch nicht empfehlen. Ich hätte es lieber nicht aufmachen sollen, weil mich ärgert das jetzt, dass es halt offen ist. Dann habe ich eine Palette. Das ist die Cheekleaders. Die ist von Benefit. Die habe ich mal aus dem Trashy rausgenommen. Die ist richtig toll. Da habt ihr wirklich alle den Hoola, den Tickle, den Dallas, den Dandelion, dann California. Hier sind wirklich alle so diese sehr bekannten Töne drin. Ich habe die auch ganz oft benutzt, diese Palette, wirklich oft. Aber um ehrlich zu sein, ich habe so viele Bronzer, Blushes. Ich bin auch momentan eher auf Liquid-Produkte so ein bisschen umgestiegen. Leider trenne ich mich von der Palette. Die ist so schön. Die ist wirklich, also das ist eine ganz, ganz tolle Palette. Ich weiß auch nicht, wer die mal reingepackt hatte. Jedenfalls, ja, wird die mich verlassen. Schade drum. Ich packe sie bei euch mit in das Paket hier rein. Da kann jemand von euch sich dann drüber freuen und kann die vielleicht mal ausprobieren. Ja, dann geht's weiter. Dann habe ich von Dominique Cosmetics hier einmal das Setting Spray Ultra Hydrating Fine Mist. Das muss ich raus, das muss ich auch entsorgen, weil das ist stickig geworden. Das müffelt, das kann ich nicht mehr benutzen. Das ist mir gekippt, keine Ahnung warum. Ich habe es hier in meinem Schrank. Luftdicht und lichtgeschützt stehen gehabt. Das ist leider gekippt. Ich glaube, das ist einfach schon zu alt. Ich hatte mir das irgendwann mal nachgekauft, weil das, also ich liebe das. Ich finde das richtig toll. Es hat also ich kenne kein Setting Spray, was so ein feinen, das hat so, seht ihr das? Dieser Sprühnebel, der ist so fein. Das ist so ein gutes Spray. Aber was nutzt das, ne? Also es nutzt leider gar nichts. Deshalb wird mich das Produkt verlassen. Ich werde das auch nicht aufheben, auch den Sprüher. Ich werde das nicht aufheben. Ich werde dieses Produkt einfach entsorgen. Es bringt nichts, weil das ist wirklich gekippt und nee. Und dann habe ich direkt hier schon aussortiert aus dem W7 Adventskalender. Das war dieses Yummy Matt. Das ist so ein matter Eyeshadow eben. Gefällt mir die Farbe nicht. Den hatte ich euch geswatcht im Video, um euch zu zeigen. Und ja, keine Ahnung. Das ist halt einfach so ein matter Übergangston in der Farbe Whispered. Da habe ich auch genug von. Das brauche ich jetzt auch nicht aufheben. Aus dem Action-Adventskalender hatte ich auch sofort aussortiert. Das gebe ich jetzt auch keinem. Das finde ich richtig blöd. Also ganz ehrlich, wie kann man so einen Scheiß auf Deutsch gesagt in den Kalender reinpacken? Das sind so Eyeliner-Schablonen gewesen. Und guck mal, die sind ja wie, also ganz ehrlich, so ein Schrott in den Kalender reinpacken. Plastikschrott meiner Meinung nach geht gar nicht. Ja, und deshalb, also das werde ich auch aussortieren. Das kommt auch in den Müll, das kommt in Plastikmüll und fertig. Das hebe ich nicht auf und diese Monsieur Max & More Palette aus dem Max & More Adventskalender kommt auch raus. Ja, die werde ich eh nicht benutzen. Ich hatte sie euch im Video geswatcht. Also die wird wahrscheinlich, ich würde die schon benutzen, aber nur so zwei, dreimal. Wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, ist eine eigentlich ganz schöne Palette, aber ich habe super viele solche Farben. Ist eine gute Qualität. Wird mich einfach verlassen. Also das sind halt auch Sachen, ich habe die halt fürs Video auch aufgemacht. Und was will ich damit machen? Die kann ich euch nicht verlosen, also in dem Sinne, sondern kann sie nur in so Trash-Dinger geben. Ja, hier sind einige Sachen eben aus dem Max & More Adventskalender mit dabei, die ich euch reinpacken werde. Das sind so kleine Sachen, die dann halt einmal fürs Video aufgemacht worden sind. Ja, wie zum Beispiel hier diesen Color Changing Lip Gloss. Ich habe das nur auf der Hand getestet. Das kommt dann halt raus. Ich möchte ungern, dass die Sachen irgendwie ja weggammeln. Wisst ihr, wie ich meine? Deshalb gebe ich sie lieber weiter. Dann habe ich River Loves Me Hit the Beach. Das ist so ein Dust Highlighter. Also hier kommt so goldener Schimmer raus. Seht ihr das? Also wie so ein Bronzer ist das quasi. Ja, so ein Glitter-Schimmer benutze ich nie. Kann man für die Haare wohl benutzen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich wollte mir das Ding unbedingt kaufen. Ich wollte das unbedingt haben, dieses Dust-Ding.
Aber im Endeffekt benutze ich es nicht. Es steht hier oben und steht hier oben. Ja, das ist halt so ein Schimmer für die Haut. Das werde ich einpacken. Muss ich mal gucken, wie ich das in eine Klarsichthülle oder sowas. Und dann geht es auch weiter. Es gibt halt Sachen, die benutzt man regelmäßig und viel. Und dann gibt es die Sachen, die liegen nur rum. Und diese Sachen, die nur rumliegen, die müssen nicht nur rumliegen, sondern die können neues Zuhause finden. So, dann habe ich von Kiko hier noch einen Blush. Der ist auch schön, aber ich habe so einen ähnlichen schon von Essence. Und das ist der Sicilian Notes Baked Blush Coral Sunset. Also der ist richtig schön. Auch den habe ich von der lieben Zuschauerin bekommen. Kann ich euch gerne mal swatchen. Ist ein wirklich schöner, also ist ein wirklich schöner Blushton. Der hat halt so einen Schimmer mit drin, seht ihr das? Aber auch solche habe ich schon. Und da ich ja, wie gesagt, auf eher auf die Cremeprodukte so ein bisschen umgestiegen bin, wird der mich halt auch verlassen. Der kommt einfach raus. Ebenfalls das Brow Lifting Gel Set hier von Essence. Ich benutze das nicht. Das werde ich aber wegtun. Das ist schon ziemlich eingegammelt. Hier ist so ein kleines Spuli mit dabei. Oh. Und Leute, gut, dass ich das wegtue. Das ist komplett flüssig geworden. Hier seht ihr. Seht ihr, wie das tropft? Das läuft wie Wasser hier runter. Ach du meine Güte. Ist das jetzt schlecht geworden? Das ist ein Wachs. Also, das habe ich jetzt auch nicht irgendwie hier. Oh, das muss ich mal hier entsorgen. Das ist ja ganz eklig. Was ist denn hiermit passiert? Das hat sich komplett verflüssigt. Und ich wollte gerade sagen, das ist jetzt schon zu alt. Und hier sieht man auch, wie alt das ist. Oh, das klebt auch ganz schön. Das ist noch gar nicht so, also es ist schon alt, aber das ist noch gar nicht so alt. Also das ist ganz flüssig. Warum ist das denn so wässrig wie ein Wasser geworden? Ganz komisch, oder? Naja, auf jeden Fall, ich zeige es euch jetzt nicht mehr. Das verlässt mich, das wandert in den Müll, weil ich halt nie danach gegriffen habe. So, ich habe das schon oft benutzt und dann habe ich gar nicht mehr benutzt. Dann habe ich hier eine Lippenmaske, die ist mir auch gekippt. Die kommt auch raus. Das ist so eine, ja, so eine Schokolippenmaske eben. Die riecht auch nicht mehr nach Schokolade. Die war von Eveline Cosmetics. Eveline Cosmetics hat tolle Sachen, nur diese Schokolippenmaske. Ja, keine Ahnung. Ich habe die ein paar Mal benutzt und dadurch, dass man ja immer mit seinen Fingern hier reingeht, sind anscheinend irgendwie Keime reingekommen. Keine Ahnung. Ja, und deshalb, also die wird mich verlassen. Nutzt ja nichts, so ein abgelaufenes, stinkendes Produkt, was will man das aufheben? Dann habe ich als nächstes ein Primer Serum von Wet n Wild. Das hat mir auch eine liebe Zuschauerin zum Testen mitgeschickt. Das gefällt mir auf meiner Haut nicht. Das spendet jetzt leicht Feuchtigkeit. Das ist also wie gesagt so ein Primer Serum. Also das hat so Schimmerpartikel mit drin. Ich finde aber, also meine Haut tut es nicht so gut. Ich finde, das trocknet meine Haut eher noch aus. Also ich habe immer das Gefühl, mein Make-up sah so trocken cakey damit aus. Also, wie gesagt, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, oder dass ich es behalten müsste. Ja, dann kommt dazu dieser Matte Contour Cream. Das ist von Trended Up. Also, der ist zu dunkel für mich. Den gibt es ja in verschiedenen Farben. Das ist dieser Contour-Stick, wo jeder hinterhergerannt ist. Und der ist mir einfach, der ist mir zu dunkel. Den werde ich jetzt auch dann halt, ja, ins Trashy oder bei euch dann mit rein in diese Verlosungskiste. Ich packe euch auch noch andere Sachen mit dazu, weil die Kiste ist so groß. Der ist so dunkel und gefällt mir einfach nicht. Dieser Contour-Stick, der kommt raus. Also in der normalen Variante gefällt er mir, aber in der hier, in der dunkleren, nicht an mir. Dann habe ich den Persimmon Hybrid Lip Glaze von House Labs. Super teures Ding. Ich habe so viel Geld dafür ausgegeben. Der sieht einfach so komisch auf meinen Lippen aus. Ich zeige euch mal die Farbe. Der ist so leicht getönt. Also das ist so ein Lipgloss eben. Der riecht noch gut. Ich kann den aber nicht weitergeben, weil das so ein hygienisches Produkt ist. Wisst ihr, wie ich meine? Deshalb, also den werde ich aussortieren. Den gebe ich dann meiner Mama oder so. Den trage ich nie. Jedes Mal, wenn ich den drauf gemacht habe auf meine Lippen, habe ich mir gedacht, nee, den mache ich wieder runter. Also der hat mir nicht gefallen an mir. Die Farbe an sich ist nicht so. Dann habe ich den Two Reasons hier von Nabla aussortiert. Das ist der Berry. Also ich habe da mehrere Farben von. Das ist die dunkelste Farbe. Ja. Und der kommt raus. Ist ein Cremeprodukt. Hier unten ist nochmal wie so ein Highlighter drin. Also so ein, wie nennt man das denn? Transparenter Highlighter, würde ich sagen. Also wo man einfach halt wirklich so ein, wie so ein Nasseffekt kann man damit machen. Ja, ich habe die alle sehr gerne, außer diese dunkle Farbe. Die mag ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Da greife ich auch eher nicht so nach, weil die mir halt zu so dunkel ist, die Farbe. Und das ist zu schade für dieses Cremeprodukt. Deshalb habe ich es jetzt gerade auch so ein bisschen sauber gemacht. Und dann geht es weiter zum nächsten. Dann habe ich ein Shogun Parfum. Das ist dieses Extrait de Parfum.
Das hatte ich mir bestellt bei Shogun. Und Leute, ich krieg so Kopfschmerzen von diesem Duft. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe so Probleme mit diesen Shogun-Düften mit Kopfschmerzen. Keine Ahnung, warum das bei mir so ist. Den werde ich meiner Mama geben, weil meine Mama hat jetzt von Shogun sich was bestellt und ist total begeistert. Da habe ich gesagt, hier, ich habe noch einen Duft zu Hause. Willst du den mal haben? Den kann ich dir geben und den kriegt meine Mama, den lege ich mit auf den Haufen für die Mutti. Das ist der Lost Cherry. Ich finde den nicht gut. Ganz ehrlich, ich finde den, der ist so viel zu würzig und ich kriege schon Kopfschmerzen, wenn ich nur hier dran rieche hier oben. Also die sind mir zu stark und zu... Ist nicht so meins. Dann habe ich den Lena Gerke Duft, den Leger. Und der riecht wirklich gut. Also das ist wirklich ein schöner Duft, ein Alltagsduft. Aber ich habe so viele Düfte und hier, das ist so einer, wo ich sehr wenig nachgreife. Und ich finde, der verfliegt halt relativ schnell. Deshalb ist, weiß ich nicht, den tue ich aussortieren. Ich habe den Duft ja jetzt getestet genug und es ist halt einfach nicht so meins. Keine Ahnung. Schade um den Duft, aber bei Düften ist es halt gar kein Problem, die weiterzugeben. Den werde ich dann auch bei euch mit reinpacken. Den könnt ihr dann mal testen und ja, könnt das mal ausprobieren. Außerdem habe ich hier einen Lipstick, der ist von Sos heißt die Farbe, von Beauty Bay. Das ist ein roter Lipstick, den habe ich selbst mal irgendwo in der Mystery Box oder irgendwo mit drin gehabt. Ist eigentlich ein ganz schönes Rot, aber ich habe super viele Rote und der ist noch nicht benutzt. Deshalb wird der jetzt auch bei euch dann damit reingehen in diese Kiste. Was soll's, ne? Also ich habe den halt in meiner Sammlung die ganze Zeit. Ich benutze den nie. Wann werde ich den benutzen? Ich habe den bestimmt schon ein halbes Jahr mindestens in der Sammlung drin und deshalb geht er dann auch damit rein. Was mir jetzt auch rausfliegt, ist hier die Avon New Skin Renewal Power Cream. Das ist mit Protinol. Die habe ich zugeschickt bekommen. Ich habe die auch reichlich benutzt, aber ich diese Creme, also ich habe das Gefühl, die macht nichts auf meiner Haut. Die spendet halt schon feucht, ist wie eine Feuchtigkeitscreme, eine normale, aber ich habe jetzt nichts Krasses feststellen können an meiner Haut. Die geht auch zu meiner Mama. Die kann sie mal ausprobieren. Die riecht sehr gut. Die riecht so ein bisschen wie frisch gebadet. Also die hat einen ganz angenehmen Duft, aber bringt ja nichts, Leute, gell? Also wenn ich denke, vielleicht ist meine Haut auch noch nicht alt genug dafür, keine Ahnung. Wisst ihr, wie ich meine, dass man halt irgendwie was sehen müsste? Die soll das ist eine super Anti-Aging-Creme. Aber, ne, also bei mir, wie gesagt, ich habe da nichts großartig gemerkt, dass die jetzt super mega ist, dass meine Haut vielleicht am nächsten Morgen super mega aussieht. Die ist halt, die spendet Feuchtigkeit, die ist auch so, die riecht schön, die hat eine schöne Konsistenz, die zieht auch gut ein, die hinterlässt keinen Schmierfilm oder so. Ich habe halt einfach auch genug. Und was soll ich mich an der hier dran aufhalten, wisst ihr, wie ich meine? Ist bestimmt eine gute Creme, vielleicht für jemand anderen, aber für mich... Ja, weiß ich nicht. Für mich geht die jetzt halt einfach weiter. Ich habe genug andere Sachen, die ich noch austesten kann. Ja, genau. Und das waren so meine aussortierten Sachen. Meine Tasche ist einmal leer. Und da packe ich jetzt die Sachen von meiner Mutti rein. Die kann sie dann mitnehmen und testen. Und eure Kiste werde ich noch vervollständigen mit anderen Produkten. Ja, also ich hoffe, das Video war interessant für euch gewesen. Hier waren halt, wie gesagt, ein paar Flops mit dabei und ein paar Sachen, die ich dann halt wirklich raus tue aus Gründen eben, ihr wisst es, ihr habt es ja eben auch gehört. Und die Tasche wird sich auch immer wieder füllen. Ich habe eigentlich eine Kiste, aber meine ganzen Kisten sind gerade für die Adventskalenderprodukte reserviert. Und ja, genau. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, um an der Verlosung teilzunehmen, welches Produkt ihr zuletzt aussortiert habt und warum. Ich bin sehr gespannt. Ihr findet alle Infos zur Verlosung nochmal unten in der Infobox drin. Da könnt ihr sehr gerne dann nochmal lesen und ich drücke euch die Daumen. Ganz viel Glück. Ich hoffe, dass ich euch da, wie gesagt, noch Freude mitmachen kann mit den aussortierten Produkten, dass ihr da... Ja, euch einfach dran freuen könnt, wo ich mich halt nicht mehr dran erfreuen kann. Genau, ihr Lieben. Ich verabschiede mich. Dankeschön, dass ihr hier wart zum Schauen. Lasst mir super gerne noch ein Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und bis zum nächsten Mal. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hanging by the fire chair.